Mayo. Jürgen Pan ist angeschlagen, bleibt aber im Spiel, weil die Tiroler ja längst, nämlich schon in der ersten Pause, also zwischen der ersten und der zweiten Spielhälfte, ihr Austauschkontingent erfüllt haben. Und da das Tor! Für den FC Kärnten. Zwei zu eins für den FC Kärnten. Ich glaube, Steiner war es. Steiner war der Torschütze. Aufgespielt von Hutter und er trifft ins Lange. In der 112. Minute, also 2 zu 1 mittlerweile.